Hallo zusammen, herzlich willkommen, begrüße Sie herzlich zu unserem Forschungskolloquium. Ganz herzlich und besonders begrüße ich Frau Dietrich im Rahmen unseres Forschungskolloquiums, was ja diesjährig sich dem Thema ästhetische Bildung und Erziehung widmet. Wird nun Frau Dietrich einen Vortrag halten, den Titel sehen Sie dort, als teilgenommen sein ästhetische Bildung und Inklusion, und das deutet schon auf die Forschungsbereiche hin, die Sie jetzt im Moment noch an der Leuphana-Universität in Lüneburg vertritt. Sie ist unterwegs in den Bereichen der Kindheitsforschung. Ich zeige auch gleich mal einen einschlägigen Band, den wir hier mit Erfolg in den Veranstaltungen auch verwenden, zusammen mit Heike Decker-Piesmann und Ursula Stenger, Einführung in die Kindheitsforschung. Oder ästhetische Bildung, Einführung in die ästhetische Bildung. Daraus werden wir nachher noch einen Auszug lesen. Darüber hinaus ist dann noch das Thema kulturelle Bildungslandschaften ein Forschungsbereich von Ihnen. Ja. Kulturelle Bildung und Bildungslandschaften, kulturelle auch ohne, Bildung und auch ohne Bildungslandschaften. Kultur. Okay, ja. Aber nicht so wichtig. Ja, kulturelle Bildung und kommunale Bildungslandschaften, so ja. Muss man sagen. Ja. Ja. Genau. Gut, also ich freue mich, dass Sie da sind. Übergebe das Wort, bitteschön. Ja. Gut, als teilgenommen sein, ästhetische Bildung und Inklusion. Als teilgenommen sein, dieser Titel spielt, wie Sie sicherlich schon, ich hoffe, Sie haben schon angefangen zu spielen, mit der begrifflichen Differenz einer in der Erfahrung bzw. der versprachlichten Darstellung einer Erfahrung eben nicht leicht zu differenzierenden Verwobenheit von passiven und aktiven Elementen der Zugehörigkeit. Aktiv beschreibt man sich als Teilnehmerin oder Teilnehmer oder Teilhaber an einem Geschehen. Etwa, wenn ich mich zu einer Teilnahme irgendwo anmelde, wenn ich auf einer Teilnehmerliste unterschreibe, wenn ich pünktlich zum Seminar erscheine oder mich vorbereite. Das sind sozusagen lauter Aktivitäten, mit denen ich meine Zugehörigkeit organisieren kann, könnte man sagen. Das Erleben davon, ein Teil des Geschehens zu sein, hingegen kann nur als etwas, das mir geschieht oder eben auch nicht geschieht, zur Darstellung gelangen. Zwar kann man sich unter bestimmten Voraussetzungen sehr aktiv um diese Erfahrung der Zugehörigkeit bemühen. Ob sie sich am Ende aber tatsächlich einstellt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Deswegen das kleine Wortspiel. Also man kann sich zur Teilnahme nicht vollständig selbst entscheiden, sondern man muss auch zum Teil genommen sein von der Situation zum Beispiel oder von anderen Menschen oder Dingen. Hier besteht eine Gemeinsamkeit mit der ästhetischen Erfahrung. Auch diese lässt sich vorbereiten, arrangieren, anbahnen, ja sogar wahrscheinlich machen. Ob sie vom Individuum vollzogen und wie sie vollzogen wird, ist dann aber eben eine Sache dieser Verwobenheit von Aktivität und Passivität, von Bemühen und Geschehen lassen. Letztlich, so kann man natürlich jetzt mit Dewey argumentieren, sind das wesentliche Bestandteile einer jeden Erfahrung, mindestens einer jeden Lernerfahrung. Und auch phänomenologisch könnte man da weiter, oder könnte man andere Autoren auch als Dewey jetzt heranziehen. Aber ich habe ein Dewey-Zitat mitgebracht. Durch Erfahrung lernen heißt das, was wir den Dingen tun und das, was wir von ihnen erleiden, nach rückwärts und vorwärts miteinander in Beziehung setzen. Vielleicht kennen Sie das Zitat. Also, was ich eben gesagt habe über die ästhetische und die Zugehörigkeitserfahrung gilt eigentlich für alle Erfahrung, aber ich finde trotzdem, dass die ästhetische und die Zugehörigkeitserfahrung doch in mancher Hinsicht enger miteinander verbunden sind als vielleicht andere Formen der Erfahrung. Beide sind nämlich soziale oder genauer gesagt relationale Erfahrungen. Beide sind nämlich wesentlich angewiesen auf eine Vermittlung von leiblichen und emotionalen Responsivitätsgeschehen. Beide sind außerordentlich fragil und flüchtig, in ihrer Momenthaftigkeit unberechenbar. Sie sind sozusagen im wörtlichen Sinne unhaltbare Zustände. Ich möchte im Folgenden, ausgehend von einem Forschungsprojekt, das wir aktuell mit der Universität Köln zusammen durchführen, diesen zwei besonderen Erfahrungsweisen nachgehen. Und zwar, und das ist, glaube ich, neu und auch noch nicht fertig und deswegen auch ein bisschen riskant, in ihrer Bezogenheit aufeinander. Also
das Ästhetische und das Soziale in ihrer Bezogenheit aufeinander oder die Zugehörigkeitserfahrung als eine soziale Erfahrung und die ästhetische Erfahrung als nicht unbedingt immer eine soziale Erfahrung. Das ist mein Thema. In diesem Projekt untersuchen wir Möglichkeiten und Bedingungen ästhetischen Arbeitens mit inklusiven Lerngruppen der Klassenstufen 3 bis 6. Dabei geht es nicht um didaktische Fragen, sondern vielmehr um eine empiriegestützte Theorieentwicklung der ästhetischen Bildung, bei der mich insbesondere die Verbindung und Wechselwirkung zwischen, ich habe es gerade schon gesagt, ästhetischen und sozialen Dimensionen des Geschehens interessieren. Teilhabe als ein überwiegend in sozialen, pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Kontexten gebrauchter Begriff und ästhetische Erfahrung als eine überwiegend in kulturtheoretischen Kontexten verwendeter Begriff sind also in diesem Projekt eng aufeinander bezogen. Ich gehe in den folgenden Schritten vor. Ich sage zunächst ein bisschen was zu diesem noch recht jungen Feld, ästhetische Bildung und Inklusion. Wie entwickelt sich das? Was entwickelt sich da? Was sind auch so ein bisschen die Probleme, die ich jedenfalls sehe, oder die Herausforderungen? Dann habe ich einen kleinen Theorieteil, so ein bisschen theoretische Sensibilisierung, was ist überhaupt Teilhabe, oder auch in diesem, also ich spiele gern ein bisschen mit diesen Worten Teilhaben und Teilsein, was ist eigentlich der Unterschied, ähnlich wie ich das eben eingangs gemacht habe. Dann werde ich Ihnen das Forschungsprojekt ein bisschen vorstellen, damit Sie sich vorstellen können, aus was für einem Fundus an Material dann der Fall kommt, den ich an vierter Stelle mit Ihnen besprechen will, und zum Schluss ein paar zusammenfassende Thesen, die wir dann diskutieren können. Ah nee, das kommt erst gleich. Also, wir fragen im Projekt nach der Gestalt kultureller Teilhabe. Das ist ein Begriff, den Sie in der Behindertenrechtskonvention lesen immer wieder. Also wir fragen nach der Gestalt kultureller Teilhabe von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen im Bereich der ästhetisch-kulturellen Bildung. Dabei verwenden wir den Begriff nicht, wie es zurzeit jedenfalls oft und überwiegend geschieht, programmatisch. Also wir fokussieren nicht auf die Frage, wie kulturelle Teilhabe im Unterschied zu Nichtteilhabe oder Exklusion gefördert und verbessert werden könnte, sondern wir schauen uns zunächst einmal an und versuchen zu beschreiben und zu verstehen, was sich in diesem noch relativ jungen Feld wie ereignet, welche ästhetischen und sozialen Erfahrungen sich dort rekonstruieren lassen. Wenn man mal schaut, was sich da in diesem Feld auch in der Praxis gerade entwickelt, dann kann man, finde ich, das ganz gut in zwei Strömungen, die nicht immer so ganz gut zusammenpassen, mal zusammenfassen. Nämlich, es gibt einmal viele Aktivitäten in der Praxisentwicklung, die davon sprechen, dass sie Teilhabe an kulturellen Bildungsangeboten ermöglichen wollen. Ich habe mal zwei sehr plakative Bilder, damit Sie so die Grundrichtung, die Grundhaltung nachvollziehen können. Also da ist das Museum, das jetzt eine Rollstuhlrampe eingebaut hat, oder ein anderes Museum, wo Blinde die Dinge eben anfassen dürfen, was man normalerweise im Museum nicht darf. Also das Museum bleibt als solches Museum und verändert auch seine Exponate nicht und seine Institution. Aber die Zugangsbedingungen und die Didaktik oder Vermittlung verändert sich. Und dadurch wird es sozusagen geöffnet für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Herausforderung oder die Schwierigkeit dabei ist, denke ich, wer steht eigentlich außerhalb von Kultur und dirigiert dieses Geschehen? Das heißt, legt sozusagen als Wissender fest, woran, von wem und für wen, wie die Teilhabe organisiert werden soll. Also die Kulturanbieter, zum Beispiel Museumsdirektoren oder Musikschulleiter oder wen auch immer wir uns vor Augen führen, fungieren da so ein bisschen von oben herab als wissende Kulturdefinitionsmächtige, könnte man sagen, die den Menschen mit Beeinträchtigungen jetzt sowas wie, also in der Sorgetheorien sprechen wir von Caregivern,
also die ihnen jetzt ermöglichen, auch an dem Geschehen teilzuhaben, an dem sie bisher nicht teilgehabt haben. Das ist auch ein bisschen die Kritik daran, also was heißt Kritik? Also das ist, wir nehmen das erstmal so zur Kenntnis. Wir haben aus unserem Projekt ein Beispiel, kann ich da auch ganz konkret erzählen. Wir sind in einer Musikschule gewesen, wo uns die Leiterin eines solchen Kurses für musikalische Früherziehung oder Elementarerziehung, EMP, gesagt hat, inklusive Musikpädagogik heißt für mich, ich mache alles so wie immer. Also warum soll ich die Menschen besonders behandeln, die da zu mir kommen? Die machen, ich nehme dasselbe Curriculum, dieselben Unterrichtsmethoden, ich mache alles so wie immer. Und wenn dann Menschen mit Beeinträchtigungen dort sind, dann gucken wir halt im Einzelfall, wie weit die darin kommen. Aber ich mache jetzt keine neue Didaktik für die. Das wäre ja wieder eine Verbesonderung. So, das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, dass sie sagen, ich möchte nicht oder wir möchten nicht Menschen sozusagen an etwas teilhaben lassen, was sich aber im Moment im Prinzip gar nicht verändern muss, sondern wir ermöglichen kulturelle Teilhabe dadurch, dass wir sogenannte differenzsensible kulturelle Formate fördern, erfinden, bespielen, also in den sogenannten Mixed Abled Groups oder inklusiven Festivals. Da haben wir eins von besucht, die Kieler Krachmachertage. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber bestimmt gibt es was Ähnliches in Berlin auch. Wo sozusagen Festival, das ist so ein, ja, nennt sich Krachmachertage, Behindertenverbände auf die Straße gehen und in großen wie Karneval, großen Zügen sozusagen durch die Stadt ziehen, richtig viel Krach machen und dann aber auch auf einer Bühne landen und solche Bandwettbewerbe machen. Sehr eindrucksvoll. Allerdings gibt es auch da ist anders, da werden sozusagen die institutionellen, diskursiven und performativen Rahmenbedingungen selbst verändert und nicht nur eine Teilhabe an dem schon Bestehenden ermöglicht. Dabei geht es aber wie immer in der Kultur oder Ästhetik dann auch um das Herstellen von Öffentlichkeit und ich finde da, huch, das ist jetzt weg, nee, da kommt es. Gibt es ein schönes Buch von Johanna Schaffer mit dem Titel Ambivalenz der Sichtbarkeit und die hat untersucht, wie marginalisierte oder nicht privilegierte Gruppen, wenn sie sozusagen sichtbar in der Öffentlichkeit sichtbar werden wollen, und das gilt ja für viele ästhetische Projekte, wie zum Beispiel solche Bühnen auf Stadtfesten, dass sie sich erstmal unter die Standardformen von Sichtbar- und Wahrnehmbarkeit unterordnen müssen und sich damit sozusagen schon anpassen an die Mehrheitskultur und damit einen Teil ihrer Identität oder dessen, was sie eigentlich anders von sich darstellen wollen, verlieren, bevor sie überhaupt ernst oder wahrgenommen werden. Und dasselbe könnte man sagen, auch gibt es eine Ambivalenz der Hörbarkeit, weil sich nämlich in diesen, also zum Beispiel in diesem Festival, kulturelle Standardformen wie dieser Song Contest, Preisverleihung, sich öffentlich darstellen, auch mit dem, was man kann und was man nicht kann, das sind erstmal Standardformen der kulturellen oder ästhetischen Öffentlichkeit, dem muss man sich erstmal unterwerfen mit seiner geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung und da steckt eine gewisse Ambivalenz drin, weil dann natürlich immer auch Menschen auf der Straße sind, die anfangen darüber sich lustig zu machen oder irgendwie, also diese sozusagen, man macht sich ja verletzlich dabei auch und das hat auch eine Wirkung. Also auch da steckt eine Ambivalenz drin, die ich jetzt nicht weiter behandeln kann. In beiden Fällen, also in beiden Formen von kultureller Bildung und Inklusion, sind Versprechungen und Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit ästhetischer Prozesse für die Förderung inklusiver Prozesse enorm groß. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus einer jüngeren Veröffentlichung aus dem Buch Soziale Arbeit und ästhetische Praxis in der Inklusion. Da steht zum Beispiel, inklusiv gestaltete Musikangebote sind in besonderer Weise geeignet, den Bedürfnissen aller Beteiligten unabhängig von Lernschwierigkeiten, Sinneseinschränkungen oder körperlich begrenzten Möglichkeiten zu entsprechen und über bestehende oder behauptete kulturelle und soziale Grenzen hinweg zur gemeinsamen Interaktion und wechselseitiger Kooperation auf demokratischer Basis zu ermutigen. Also alles, was man sich wünschen kann, gelingt wieder mal in der ästhetischen Bildung. So oder ähnlich liest man es immer wieder in den seit Jahren einigen
seit einigen Jahren in starker Häufung erscheinenden Praxisberichten und Praxisanleitungen. Wenn man sich in der Geschichte der ästhetischen Bildung ein wenig auskennt, so kann man das einigermaßen gelassen zur Kenntnis nehmen. Denn solche Versprechungen und Erwartungen hat es immer gegeben. Spätestens mit dem Autonomwerden der Kunst im späten 18. Jahrhundert sind semantische Leerstellen aufgetaucht, die sehr gerne pädagogisch beschrieben werden. Schillers Briefe zur ästhetischen Erziehung könnte man als ein erstes, sehr prominent gewordenes Beispiel für solche Leerstellenbeschreibung einer nicht mehr durch Kirche, Staat oder andere Funktionen bestimmten Kunst nennen. Wenn man sich mit der Praxis der ästhetischen Bildung ein wenig auskennt, weiß man ebenso gut, dass diese Versprechungen in der Regel nicht gehalten werden können. Es wäre allerdings ein weiterer und ganz anderer Vortrag über die Differenz zwischen medienwirksam inszenierten sogenannten Leuchtturmprojekten und der in mehrfacher Hinsicht in aller Regel prekären Realität von Kooperationsprojekten zwischen Künstlerinnen und Schulen zu handeln. Darüber spreche ich heute nicht, ein andermal gerne. Uns interessiert also weder eine gute Praxis noch eine neue Musikdidaktik, obwohl wir natürlich beides zu sehen bekommen als Untersuchungsgegenstand. Vielmehr gehen wir praxeologisch vor und untersuchen die vorhandenen musikpädagogische Wirklichkeiten in und außerhalb von Schulen unter der Rahmenfragestellung von kultureller Teilhabe. Und ich möchte jetzt im zweiten Teil ein bisschen eine theoretische Sensibilisierung für diesen Begriff der Teilhabe oder auch das Teilsein vornehmen, weil ich finde, dass mit dem Begriff viel zu arglos häufig umgegangen wird, hier sicher nicht, aber an vielen anderen Orten, und das auch immer sehr programmatisch verstanden wird oder aufgeführt wird und man sich vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit nimmt für theoretische Hintergrundarbeit. In der Sozial- oder Kulturanthropologie stellt sich die Frage, wie sich Zugehörigkeit als die Erfahrung des Teilseins im Vollzug eigentlich herstellt. Unhintergehbar ist zunächst die Gewissheit der Erfahrung des Getrenntseins als eine Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt als Teil einer Gemeinschaft erleben kann. Kleine Kinder erwerben erst diese beiden Modalitäten der Erfahrung. Denn solange ich und nicht ich noch nicht deutlich voneinander geschieden sind, bevor die Erfahrungsstruktur des Unterschiedenseins von anderen und der Welt nicht gegeben ist, bedarf es auch keiner Herbeiführung von Teilhabe. Vor diesem Hintergrund und seit diesem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt, also das kann man sich jetzt drüber streiten, aber das passiert in der Regel irgendwann im ersten Lebensjahr, dass diese Erfahrung sozusagen allmählich auftaucht, dass man weiß, ich und nicht, ich ist zweierlei und ich und Welt ist auch zweierlei und ich und der andere Mensch ist auch zweierlei. Also seit diesem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt und erst vor diesem Hintergrund kann es anthropologisch keine dichotom organisierte Struktur von Inklusion und Exklusion geben, sondern lediglich ein mehr oder weniger des Verbundenseins mit anderen und der Welt. Das Begriffspaar Inklusion-Exklusion bietet ebenso wie dasjenige von innen und außen lediglich ein sprachlich verfasstes Modell der Beschreibung für Erfahrungen der Fremd- wie Selbstzuschreibung oder der formalisierten Arten von Zugehörigkeiten. Also wenn man sagt, ich bin im Verein drin oder nicht, ich bin eingeschrieben in die Universität oder wieder rausgetreten, da kann man das sozusagen klar zuordnen. Aber das sagt noch gar nichts über die Erfahrung des Vollzugs von Zugehörigkeit aus oder noch nicht so viel jedenfalls. Deswegen die Frage, was sind denn eigentlich Dimensionen oder Merkmale von Teilhabe jetzt mal aus kulturtheoretischer Sichtweise? Ich beziehe mich da auf Tomasello jüngst. Etwas älter sind die Untersuchungen von Heinz Werner und Kaplan, aber auch Goffman hat dazu geschrieben. Ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, mache also keine ausführlichen Referate. Das erste Merkmal von Teilhabe ist natürlich so etwas wie Kopräsenz und gegenseitige Wahrnehmbarkeit. Jetzt kann man sofort anfangen zu streiten, was heißt Kopräsenz in der digitalen Welt. Also sind wir sozusagen, so wie wir jetzt sozusagen in einem Raum kopräsent oder gibt es auch virtuelle Räume oder was verändert sich da? Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Also zunächst mal teilen wir einen Raum und machen uns darin sinnlich wahrnehmbar, also sichtbar, hörbar, fühlbar. Das zweite ist das, was Psychologen und auch
Kulturwissenschaftler zum Teil geteilte Aufmerksamkeit, Joint Attention, ist das bei Tomasello der Begriff, oder Werner und Kaplan sprechen auch von gemeinsamer Kontemplation, also diese Ursituation kultureller Sinngenese nennt das Tomasello, in der sich mindestens zwei Menschen sowohl der gegenseitigen Verbundenheit sicher sind, als auch gemeinsam auf ein Drittes schauen und anfangen sozusagen darüber zu verhandeln, und sei das nur mit Zeigegesten oder Blicken, was denn dieses Dritte eigentlich wohl ist. Das ist für Tomasello die Ursituation von Kultur- und Bedeutungsaushandlung. Geteilte Aufmerksamkeit, also mindestens zwei Menschen oder auch mehr, etwas, was in schulischen Kontexten eine große Rolle spielt. Dann sagt Tomasello aber weiter, dass es, geteilte Aufmerksamkeit ist sozusagen nichts, was in einem nicht atmosphärisch bestimmten Rahmen stattfindet, sondern man muss sich eigentlich zusätzlich, und das gilt für junge Kinder natürlich mehr als für Erwachsene, irgendwie in einer emotionalen Weise aufeinander abgestimmt sein. Also kleine Kinder, wenn sie mit ihren Müttern oder Vätern zusammen etwas Neues entdecken, versichern sich zunächst einmal darüber, ob die Eltern oder die Bezugspersonen in gleicher Weise erstaunt, neugierig, ängstlich, erschrocken sind oder irgendein Kompliment dazu. Also ich bin ängstlich und der andere tröstet mich oder sowas. Also irgendwie emotional aufeinander abgestimmt sein gehört dazu, damit sozusagen diese Auseinandersetzung mit dem Dritten beginnen kann. Und das wiederum ist Voraussetzung für so etwas wie Kooperation, zum Beispiel in Problemlösung oder in der Schaffung eines Produktes oder Ergebnisses. Das kennen Sie alle aus Gruppenarbeiten natürlich oder aus anderen Formen von Kooperation. Das ist sozusagen, beschreibt diesen, den möglichen Tätigkeitsaspekt der Teilnahme, die sich aus der Joint Attention ableiten kann. Und um miteinander kooperieren zu können, braucht man so etwas wie geteilte Bedeutungen, die zum Teil vorhanden sind, zum Beispiel in der Sprache oder in den einfach gemeinsam benutzten Praktiken oder Ritualen oder Gewohnheiten. Die sind aber natürlich nicht immer unfraglich, die werden auch ausgehandelt oder einfach nur benutzt oder auch neu erfunden, je nachdem, um welche Art von Kooperation oder Teilhabe es sich handelt. Und da kann man nochmal unterscheiden. Wir brauchen sozusagen die geteilten Bedeutungen sowohl in der Situationsdefinition als solcher, dass wir überhaupt annehmen, dass wir im selben Boot sitzen, also jetzt in einer Forschungskolloquiumsveranstaltung und nicht im Kino oder sonst wo. Und wir brauchen die gemeinsamen Symbole, mit denen wir uns verständigen können. Das ist jetzt sehr grundlegend, aber für unser Projekt ist das wichtig, sich einmal zu fragen, was heißt eigentlich anthropologisch, kulturtheoretisch Teilhabe oder Teilsein. Dann kann man nämlich sehr viel genauer, wenn man sich diese Mühe unterzieht, sehr viel genauer und, beschreiben, was da eigentlich passiert in so einer, in so einem Setting, in so einem pädagogischen Setting. Gut, ich komme, also mir ist gestern der Computer irgendwie, ich bin froh, dass er jetzt läuft, ich hatte da noch was geschrieben, das trage ich Ihnen jetzt so vor, das hat er nicht mehr gespeichert. Ist aber auch, das ist das Unwichtigste. Also unser Projektinteresse ist, das habe ich jetzt schon angedeutet mehrfach, zu rekonstruieren ästhetische Interaktions- und Kommunikationsprozesse im Hinblick auf inklusive kulturelle Ereignisse. Und wir beziehen uns da auf die Theorie, von denen ich auch von Resch und Steinert, also diesem Entwurf einer Interaktionsästhetik, über den wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Ich finde den hilfreich, weil die sozusagen die klassischen Ästhetiken ein bisschen aufgeben oder die klassischen Ästhetiken weiterentwickeln zu einer Interaktionsästhetik und eben nicht mehr von Kunstwerken sprechen, die sich irgendwie angeeignet werden durch die Kinder oder die Rezipienten, sondern dass eigentlich so etwas wie ein kulturelles Ereignis immer verhandelt wird oder entsteht erst im Zusammenspiel von Produzenten, Rezipienten, Künstlern. Die habe ich jetzt hier nicht vergessen, aber die hat er auch nicht mehr gespeichert. Also Produzenten, Rezipienten, Künstler und das Material bzw. die Materialitäten, um die es, mit denen das Ereignis sozusagen hergestellt wird. Also zum Beispiel Leinwand und Farbe.
Diese drei Akteure sind immer beteiligt, wobei nicht immer oder immer seltener diese drei Akteursgruppen deutlich voneinander getrennt sind. Das kann sozusagen auch wechseln. Normalerweise sprachen wir immer von Künstler und Rezipienten, dann kam der Produzent dazu, also derjenige, der die sozusagen Rahmenbedingungen schafft, damit ein Kunstwerk aufgeführt werden kann oder sichtbar oder hörbar wird. Und diese drei tauschen sozusagen ihre Rollen mehr und mehr. Es gibt immer mehr Performances oder andere kulturelle Ereignisse, wo der Zuschauer sozusagen das Stück eigentlich erst mitgeneriert und so weiter. Also mit dieser klaren Absage an ältere Werk- und Rezeptionsästhetiken, die auf die Entwicklung der Auflösung des Werkbegriffs in den Künsten folgt, ist auch für unser Feld ein theoretischer Anhaltspunkt gewonnen, weil nämlich die Kinder in den meisten pädagogischen Settings sozusagen an der Entstehung dessen, was wir dann Kultur nennen, beteiligt sind. Unser Design ist eine klassische Ethnographie eigentlich. Wir haben 6 schulische Lerngruppen gefunden, die wir begleiten. Davon ist eine ein sogenannter Ankerfall, also mit denen sind wir wirklich 6 Monate mitgegangen und die anderen sind unsere Vergleichsgruppen. Wir haben klassische Methoden der Videobeobachtung, Feldprotokolle, Feldgespräche, Interviews und Gruppendiskussionen geführt und auch quasi neu erfunden, weil es nicht anders möglich war in dem Feld. Kinder nicht gerne mit uns gesprochen haben in manchen Fällen und dann haben wir sozusagen Formate erfunden, wo die Kinder selber ästhetisch nochmal über ihren Musikunterricht in diesem Fall uns etwas mitteilen über die Wirkung dieses Musikunterrichts. Das ist aber heute noch nicht in der Auswertung fertig, das werden Sie heute nicht sehen. Also so eine Art ästhetischer Transformation von dem erlebten Unterricht und nicht ein Interview darüber. Unsere Forschungsfrage und die bisher das ist vielleicht noch wichtig vorweg, wir konzentrieren uns, das haben wir ein bisschen bei Goffman uns abgeschaut, wir konzentrieren uns bei der Auswertung auf die Logik des Gruppengeschehens vor der Betrachtung von Einzelindividuen. Also wir gucken jetzt nicht immer, was gerne in der Inklusionsforschung gemacht wird und wo man sofort in dieses Reifizierungsdilemma natürlich gerät, was wir aus anderen Differenzforschungen kennen, dass man sozusagen jetzt die Kamera sozusagen richtet auf die sogenannten Inklusionskinder, die damit ja schon wieder verbesondert angeschaut werden. Das haben wir gesagt, versuchen wir mal ein bisschen zu umgehen. Ganz gelingt es natürlich nie, indem wir die Logik des Gruppengeschehens oder der Situation, was passiert in dieser Situation und wie wird aus dieser Gruppe eine Gruppe, ohne immer schon zu gucken, wer ist da jetzt wie behindert oder beeinträchtigt und wie wird der besonders behandelt und so weiter. Wir hatten in unserem Ankerfall auch tatsächlich Kinder, wo wir und auch der Lehrer es tatsächlich nicht wusste, wer von diesen Kindern, das waren Kinder mit Lernbeeinträchtigung und der sogenannten sozial-emotionalen Entwicklungsförderbedarf, den sieht man das ja nicht unbedingt sofort an. Und der Lehrer war auch einer, der gesagt hat, ich will das gar nicht wissen. Bis zu den Zeugniskonferenzen, da muss ich die irgendwie anders bewerten. Aber bis dahin will ich das gar nicht wissen und das war für uns ein Vorteil. Und wir suchen darin nach Graden der Teilhabe in einem Kontinuum von Inklusion und Exklusion. Also was wir ganz schnell festgestellt haben, ist, dass man nicht sozusagen entweder oder inkludiert oder exkludiert ist, sondern eben mehr oder weniger. Es gibt ganz viele verschiedene Weisen der Teilhabe oder des Inkludiertseins. Und die versuchen wir ein bisschen zu fassen zu kriegen. Daran sehen Sie schon, dass wir die ästhetischen Praktiken in erster Linie als ein interaktives Geschehen und nicht etwa als eine Werkaufführung, das findet zwar auch statt, aber wir untersuchen das als Interaktions- und Kommunikationsgeschehen und stützen uns damit, wie gesagt, auf den theoretischen Ansatz von Steinert. Wie machen wir jetzt unsere Auswertung? Wir mussten klassische Formate ein bisschen erweitern, indem wir sozusagen uns von der Sprache ein bisschen wegbewegt haben. Die normalen, viele Ethnografien machen ja immer Transkripte von dem, was gesprochen wird und dann gibt es wunderbare Sprachanalysen. Das ist in diesem Feld nicht ausreichend, sondern wir machen sozusagen immer 3 Analysen einer Szene, nämlich was passiert da mit den Körpern und leiblichen
Sensation, was kann man sehen, wie die Körper agieren, was wird gesprochen, natürlich ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und wie gehen die Kinder und Lehrer mit dem ästhetischen Medium um? Und das ist nicht immer nur, also wir haben jetzt Musikunterricht uns vorgenommen, das ist nicht immer nur Musik, sondern da wird sich ja auch bewegt und getanzt oder was an die Tafel gemalt oder sonst was. Aber das sind sozusagen drei Kanäle, wenn man so will, die wir erstmal immer einzeln untersuchen, das ist sehr mühsam, und dann, das will ich Ihnen gleich vorführen, zusammenbringen wieder. Und wir haben drei, wie das so schön heißt, in der ethnografischen Methodologie analytische Themen bisher gefunden und die werden später zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob Sie die Grounded Theory ein bisschen kennen zu Schlüsselthemen, aber da streiten wir uns gerade drum, was denn eigentlich die Schlüsselthemen sind. Also erstmal die analytischen Themen sind drei Ebenen, könnte man sagen, die wir untersuchen. Das eine sind die Rahmungen. Das ist natürlich bei Goffman abgeguckt, in welchem Rahmen findet überhaupt statt, was muss überhaupt sozusagen als Rahmung, räumliche, dingliche, soziale, personelle, zeitliche, was muss überhaupt sozusagen als Rahmen erstmal da sein, damit die Kinder und die Gruppe weiß, wir machen jetzt Musik. Sprache ist leider falsch, das muss heißen Spiele, das hat gestern meine Hilfskraft noch mal verändert und konnte meine Schrift nicht so gut lesen. Spiele und Spielräume, also in welcher Ordnung findet etwas statt, was findet statt, das ist, da kommt man, wie Sie wissen, wenn Sie schon sich zwei Semester mit dem Thema beschäftigen, der Spielbegriff oder das Phänomen des Spiels spielt eine ganz große Rolle in der ästhetischen Theorie. Also in welcher Ordnung findet was statt und die Frage dann nach Sinngenese, wie findet es statt? Also wie werden ästhetische oder auch soziale Bedeutungen ausgehandelt oder überhaupt hergestellt? Das sind so unsere drei analytischen Großthemen. So, und das ist jetzt genug der Theorie. Ich will Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen. Ganz klassisch, ganz klassisch ist es nicht. Wir versuchen das jetzt mit dem... Ich würde Ihnen gerne so eine 5-minütige Videoszene zeigen, die ich dann hinterher so ein bisschen Stück für Stück auseinandernehme. Bin ich noch in der Zeit? Ja. So, jetzt kommt die große Frage. Müsste es eigentlich klappen? Das ist jetzt nur kurz wiederum zur Rahmung des Rahmens, der Beginn einer Unterrichtsstunde in einer 5. Klasse, die ja in Berlin noch Grundschule wäre. Bei uns in Niedersachsen ist es schon die 1. Klasse der weiterführenden Schule. Also die Kinder sind 10, 11 Jahre alt. Es sind 6 Kinder mit diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf dabei. Ich sage Ihnen aber jetzt natürlich nicht welche und Sie sehen es auch nicht. Ist auch irre. Stopp. Es ist der Anfang und es fängt an, die fangen immer an in so einer Runde da im Musikraum und was der Lehrer da in der Hand hat, ist ein Handy, von dem aus er Songs abspielt und manchmal spielt er auch nur Teile der Songs selber auf der Gitarre, das merken Sie gleich. Und das erste Warming-up-Spiel sozusagen in dieser Klasse ist, dass die Kinder raten sollen, welches Lied das ist. Also hören üben. Und dann geht das über in so eine gemeinsame Aktivität und das war es dann auch schon. Darüber kann man dann schon viel sagen. Ja.
So, das war's. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Gut, ich interpretiere jetzt diese Szene mit Ihnen gemeinsam. Bin sehr gespannt. Das ist ein Wagnis, ob Sie mir folgen. Ob Sie mir folgen können oder was Sie für Ideen nachher dazu vielleicht selber noch haben. Ich hatte ja vorhin vorgestellt, wir haben so drei analytische Themen. Das erste sind die
Rahmung oder Ordnung und das zweite sind dann, was wird da gespielt, ist das überhaupt ein Spiel und wie werden da Bedeutungen verhandelt. Ich fange mal an mit den Ordnungen, vielleicht noch hinterhergeschickt, das Besondere an diesen drei analytischen Themen, die ich vorhin vorgestellt habe, ist, dass sie sowohl sozialtheoretisch oder sozialwissenschaftlich als auch ästhetisch-theoretisch funktionieren. Also wenn wir von Rahmen sprechen in der Sozialwissenschaft, können wir sozusagen von Formen in der Kunst zum Beispiel sprechen. Also auch ein Kunstwerk hat immer eine Form oder eine Rahmung, als was es funktioniert. Oder wenn wir von Spielen reden und von der Art und Weise, wie im Spiel Bedeutungen ausgehandelt werden, von dem, was da sozusagen an Formaten stattfindet, das kann man sowohl sozialwissenschaftlich untersuchen als auch ästhetisch. Das nur vorweg nochmal. Und bei den Ordnungen lehnen wir uns an Tanzwissenschaftler, zum Beispiel Hewitt oder auch Gabriele Klein in Hamburg, Ursula Brandstätter in Berlin macht, glaube ich, ein bisschen was Ähnliches auch, lehnen wir uns an den Begriff der sozialen Choreografie. Da merken Sie schon, dass sozusagen Soziales und Ästhetisches schon im Überbegriff ineinander geschachtelt sozusagen, und wir beschreiben zunächst mal, wie sozusagen der Rahmen oder der Raum, die Dinge im Raum, das Mobiliar, aber auch das Licht und so weiter, die Tätigkeit vorstrukturiert oder mitstrukturiert. Und Sie sehen hier einen schon sehr besonderen Musikraum, der ganz besonders eingerichtet ist. Das sieht man jetzt auf diesem Bild nicht so, aber hier sehen Sie, dass die Atmosphäre vom Lehrer, der das so eingerichtet hat über die Jahre und mit seinen Erfahrungen, dass er eigentlich so einen Band-Probenraum erschaffen wollte. Also er macht eigentlich immer die Jalousien runter, findet ja eigentlich immer alles vormittags statt. Er hat da so lauter indirekte Beleuchtungskörper aufgestellt. Er hat rechts, das sehen Sie jetzt nicht, rechts von ihm neben der Tafel quasi ist so eine Sofaecke mit Teeküche, da kann man Wasser kochen und im Sofa oder Sessel sitzen. Da steht auch noch ein einzelnes Keyboard und Computer. Also es hat sehr viele Elemente eines Bandprobenraums, nur in groß und für viele Kinder eingerichtet. Die Instrumente, das in der Mitte ist diese sogenannte Instrumenteninsel, das ist etwas, was es in vielen Musikräumen gibt. Da sind so lauter Perkussionsinstrumente, die man sich quasi schnell aus dem Kreis heraus nehmen kann, ohne den Kreis verlassen zu müssen. Und Sie sehen natürlich, dass dieser Stuhlkreis, der kein richtiger Kreis ist, weil er vorne nach vorne hin offen ist, das Zentrum und quasi raumbestimmend ist. Dieser Kreis spielt eine wahnsinnige Rolle. Sie sehen, dass er sehr ordentlich gestellt ist und er darf auch von keinem Schüler jemals verrückt werden. Das ist eine der Regeln in diesem Unterricht, dass der immer so stehen bleibt. Und wenn jemand den Kreis verlassen will, muss er immer vorne an dem roten Sessel vorbei und dann sozusagen hinten zu den Gitarren oder Keyboards oder wo er gerade hin will. Egal, welche Phase des Unterrichts gerade stattfindet, dieser Kreis ist sozusagen unverrückbar. Und er ist ausgerichtet, eigentlich würde man sagen, auf die Tafel. An der Tafel findet aber fast nichts statt. Da könnte man einen eigenen Vortrag drüber halten. Was da an der Tafel ist, lasse ich jetzt mal weg. Also nicht wie in anderen Unterrichtssituationen, dass da dran geschrieben und wieder weggewischt wird und so. Da sind nur bestimmte Tabulaturen für den Unterricht, aber immer die gleichen fest. Das heißt, eigentlich ausgerichtet ist dieser Kreis auf den Lehrerstuhl, der in diesem Fall kein Stuhl ist, sondern ein sehr auffälliger roter Sessel, über den wir lange gestritten haben im Forschungsteam. Die einen sagen, das Rot und der Sessel ist eigentlich ein Thron. Die anderen sagen, naja, das ist ein Sessel, da versucht er so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre reinzubringen. Auf jeden Fall ist es was sehr Besonderes und sehr Einmaliges. Im Interview hat der Lehrer uns gesagt, naja, den hatte ich zu Hause noch rumstehen, da habe ich den halt mit in die Schule genommen. Aber ganz so harmlos ist es, glaube ich, nicht. Genauso wie das Käppi, was er immer aufhat, ist sozusagen auch dieser Sessel eine, könnte man sagen, Negation der Lehrerrolle. Entweder erhöht er sich zum König, wenn man ihn als Thron liest, oder er erniedrigt sich zum
Normalmenschen in seinem Wohnzimmer, aber jedenfalls lehnt er die Lehrerrolle und das macht er an vielen Stellen eigentlich ab. Zugleich ist es natürlich eine Bestärkung der Liederrolle, also der Bandliederrolle. Und es ist außerordentlich interessant zu schauen, wie die Kinder mit dem Sessel umgehen, aber das ist ein anderes Thema, was heute nicht dran ist. Dieser Kreis, also Kinder im Kreis, ist zentrierender Anfangs- und Endpunkt einer jeden Stunde, nur dann ist die Stunde vollständig. Zwischendurch werden in Kleingruppen Teile des Kreises genutzt, aber wie ich gesagt habe, er darf niemals verändert werden. Der Kreis ist, das möchte ich nur sozusagen kurz erwähnen, ein außerordentlich ambivalentes Geschehen. Vielleicht haben Sie sich schon mit dem Kreis, das ist eine sehr beliebte Figur in Klassenräumen und auch in vielen anderen pädagogischen oder auch therapeutischen oder Erwachsenenbildungssettings. Ist eine außerordentlich ambivalente Figur, weil er nämlich zum einen sozusagen eine euklidische Raumordnung schafft, eine geometrische Figur, aber immer auch Handlungsraum für diejenigen ist, die dort sitzen und die ja sozusagen diese Figur, hier ist es mit den Stühlen unterstützt, oft müssen die Kinder sich den Kreis ja schnell selber zusammenschieben oder sitzen auf dem Boden oder so. Also er ist immer auch Handlungsraum und ermöglicht darin sowas wie Bewegung, Interaktion und hat auch immer den Anspruch, so etwas wie gleichberechtigte Interaktion zu ermöglichen. Und das passiert ja auch in den Kreisen. Und auf der anderen Seite, ich habe mal dieses schöne Van Gogh-Bild von dem Gefängnishof daneben gesetzt, da sieht man, dass der Kreis sozusagen auch noch eine andere kulturelle Grundgestalt hat, nämlich einmal die, dass sozusagen alle, hier laufen die jetzt, aber im Sitzkreis, alle sind immer sichtbar. Man kann sich sozusagen nicht verstecken im Kreis. Und er macht auch eine ganz starke Begrenzung dessen, was möglich ist. Bis hin zum, dass er sozusagen Menschen in eine bestimmte Form zwingt, aus der man nicht so ohne weiteres ausbrechen kann. Das ist bei einem, was weiß ich, Gruppentischarrangement oder so, ist es viel einfacher, individuell sich davon nochmal zu entfernen, als bei diesem strengen Kreisgeschehen. Aber das nur ein bisschen nebenbei, das kommt aber gleich nochmal vor. Jetzt möchte ich gern ein bisschen an 7 Bildern ausgeschnitten aus diesem Film, den ich Ihnen eben gezeigt habe, oder aus der kleinen Videosequenz, einmal entlang gehen, was da eigentlich geschieht, was man natürlich auf den ersten Blick nicht so alles sieht. Also die erste Station ist dieses Liederraten. Die Kinder sitzen im Kreis, sie bilden aber noch keine einheitliche Gruppe. Man sieht viel zerstreute Aufmerksamkeit, viele Zwischeninteraktionen, also mit den Nachbarn jeweils. Man berät sich über die richtige Lösung. Also weißt du, wie das Lied heißt? So, es geht also, man ist noch ausgerichtet auf die sprachliche Interaktion und kognitiv auf diese Dichotomie von falsch und richtig. Allerdings, und damit ist es schon ein bisschen vom klassischen Schulsetting entfernt, geht es darum zu raten und nicht zu wissen, was eigentlich in der Schule, sagen wir ja, wissen und nicht raten. Aber dieses Spiel heißt ausdrücklich Lieder raten und nicht Lieder wissen. Da gibt es schon mal eine erste kleine Entfernung sozusagen vom klassischen Schulsetting. Im zweiten Schritt sagt der Lehrer, dann spielt er so ein bisschen was und sagt, macht mal mit. Und dann gehen die in so eine größere Kongruenz und machen so Body Percussion den Rhythmus erstmal mit, bevor sie dann anfangen zu singen. Und da passiert so eine einheitliche Ausrichtung der Körper über diese synchrone Tätigkeit. Sie klatschen mit oder sie stampfen. Sie kommen sozusagen in einen gemeinsamen Puls. Und dabei entsteht zum ersten Mal so etwas wie ein Kollektivsubjekt, also das ein zwischenleibliches Miteinander, könnte man sagen, in dem sich jetzt auch niemand mehr meldet und es keine richtigen oder falschen Antworten mehr gibt. Und damit ist der unterrichtliche Rahmen eigentlich hier auch körperlich sichtbar verlassen. Sie haben aber vielleicht gesehen, dass einer der Schüler das Ganze nicht so richtig mitmacht. Ja. Ja, also das wird gleich noch deutlicher, falls es nicht beim ersten Mal. Das dritte, dann sagt der Lehrer, jetzt steht mal auf und jetzt singen wir den Refrain. Und wenn man sich jetzt die Körper anschaut, sieht man, dass sie eigentümlich verknotet sind.
Alle sichtbaren Hände zeigen Anspannung. Also die sind entweder so oder so oder so. Also niemand hat die Hand, oder ich habe es jedenfalls nicht gesehen, einfach so locker hängen. Viele Arme und Beine sind gekreuzt. Die Kinder stehen, so könnte man sagen, nicht im Lot. Und ich sehe darin eine dreifache Vulnerabilität. Also einmal schon der Kreis als solcher. Ich bin für alle sichtbar, ich kann mich nicht verstecken. Dann im Stehen muss ich sozusagen Bauch und Brust freigeben. Das ist was ganz anderes. Ich habe das ein paar Mal nachgemacht. Das ist was ganz anderes, ob man sitzt oder steht. Und dann sollen sie sozusagen nicht mehr Sprechstimmen, sondern eine Singstimme hörbar machen. Also sie stellen sich sozusagen in dreifacher Weise aus, könnte man sagen. Und man merkt dann ja auch in dem Lachen, und einige wollen nicht, und der eine sagt, nee, stehen ist so gar nicht meins, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, versuchen dem auch so ein bisschen zu entgehen. Gibt sowas wie Scham- oder Verlegenheitsgesten darin. Und dann sagt der Lehrer auch noch so, jetzt singt mal lauter, das ist mir zu leise. Sie haben eben schon so gedacht, wie schrecklich das klingt, ne? War, glaube ich, Ihre Reaktion. Es war ja auch so ganz verhalten und ein bisschen peinlich, also man schämt sich so ein bisschen mit. Und das merkt er natürlich auch und sagt, jetzt werdet mal lauter, das ist doch so noch nichts. Und dann geht es erst recht los, dass die anfangen zu lachen und sich irgendwie wegducken wollen. Und in dem Moment, wo er sagt, singt mal lauter, setzt sich der eine Junge da links auch sofort wieder hin. Das ist zu viel für ihn, er fühlt sich offenbar ganz unwohl und geht sozusagen aus dem Geschehen heraus. Und dann fangen die Kinder an, ihn aufzurufen, du musst auch stehen. Also jetzt mach mal, da sitzt noch einer und so. Also wir machen hier nicht weiter, bevor nicht alle stehen. Das ist denen offenbar ganz wichtig. Sie beharren also auf Synchronizität und Gleichmaß. Es ist wie wirklich ein Spiel, das entsteht, und wenn einer nicht mitmacht, ist das ganze Spiel zerstört. Das ist hier besonders sichtbar. Und der Lehrer schließt sich dem an und sagt, wir brauchen hier alle, wir wollen neue Stücke arbeiten. Und dann macht er diese Geste, die ich kenne aus der Kirche, wenn der Pfarrer sagt, sitzen, also erheben Sie sich und setzen Sie sich wieder, auch aus der Schule manchmal noch. Und das funktioniert dann auch, dann steht der Junge nämlich wieder auf. So, und dann entsteht sozusagen nochmal ein Spiel in dem Spiel. Jetzt geht er nämlich sozusagen in einen anderen Modus, in diesen Als-ob-Modus, und sagt, jetzt tun wir mal so, als wären wir alle ganz müde. Jetzt strecken wir uns und sind ganz müde und so. Das ist sein eines Spiel. Er entwickelt also einen neuen Spielrahmen, den nämlich des Symbolspiels. Und das heißt, wir dürfen aus der Rolle schlüpfen, wir dürfen uns jetzt doppelt vom Unterrichtsrahmen entfernen. Also erstmal, das erste Spiel war das Liederraten. Das zweite ist jetzt dieses Symbolspiel der Müdigkeit, und darauf folgt ja noch die Lokomotive und das Schneepusten. Ich weiß nicht, ob Sie das so schnell mitbekommen haben alles. Und was passiert hier mit den Körpern? Ich hatte vorhin gesagt, diese Verlegenheit, die da auftaucht, oder vielleicht auch Scham an manchen Stellen, ist entstanden dadurch, dass sie sichtbar sind, dass sie aufstehen sollen und dass sie singen sollen. Und alles das intensiviert er jetzt in diesem Spiel, in dem er sozusagen man nicht nur aufsteht, sondern sich so strecken soll. Also sozusagen die Öffnung noch größer machen. Das heißt, das Unangenehme wird eigentlich wiederholt. Und da könnte man jetzt schon mit der Freud'schen Spieltheorie weitermachen. Das ist sozusagen unangenehme Erfahrungen im Spiel wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, solange bis aus der Passivität eine Aktivität wird. Und dann folgt die Lockerung in der Lokomotive und dem Schneepusten, und es werden sozusagen tänzerische Elemente der extremen Verlangsamung von Alltagsbewegungen hier spielerisch zur Aufführung gebracht. Und dann geht er über in eine Atemübung. Dann sagt er so, und jetzt mal ernst, ohne albern. Das heißt, er markiert, jetzt ist das Spiel zu Ende. Und jetzt machen wir eine Atemübung und dann geht es wieder weiter mit dem Singen. Also noch einmal strecken, jetzt aber ohne Rollenspiel, aber dieselbe Bewegung, dann zusammenziehen oder klein machen, einen Moment ganz für sich sein,
In der Tanztheorie heißt es, glaube ich, dieser Wechsel von Expansion und Kontraktion. Also sich sozusagen ganz groß und breit und expandierend machen und dann das Gegenteil davon. Also beides sind sozusagen nicht alltägliche Bewegungsformen. Interessant ist jetzt zu schauen, was der Junge, der sich eben immer wieder hingesetzt hat und eigentlich offenbar keine Lust hat mitzumachen, aus welchen Gründen auch immer, was der macht es sozusagen so halb alles mit. Also er ist gedrängt worden, wir machen hier nicht weiter, wenn du nicht auch aufstehst. Dann macht er nochmal so seine Hände in die Taschen seines Pullovers, dann sagen die nochmal, oh, jetzt mach mal richtig mit, sonst geht das hier nicht weiter. Und dann macht er alles so mit, dass es so gerade akzeptiert wird als Mitmachen, aber eigentlich sieht man, dass er nicht wirklich involviert ist und nicht richtig mitmacht. Aber er macht doch, das ist meine Hypothese, er macht doch das mit, was hier kollektiv geschieht, nämlich eine Transformation eigentlich vom Schüler zum Musiker. Das ist diese, also so interpretiere ich diese Szene, diese Anfangsszene, dass der Lehrer dafür sorgt, dass die ganze Gruppe, egal wer was wie kann oder nicht kann, einige Schüler sagen auch immer wieder, das kann ich nicht, und dann sagt er, ist völlig egal, alle machen mit. Und wir machen uns gemeinsam jetzt zu einer Gruppe von Musikern und Musikerinnen. Und da profitiert jetzt dieser, der die ganze Zeit das so sehr halbherzig macht, ungeheuer von, das habe ich jetzt nicht im Film, da könnte man jetzt noch mehrere Szenen dahinter zeigen. Er ist nämlich am Ende derjenige, der am allerengagiertesten von allen die Gitarre spielt und sich da zu einem großen Gitarrensolo, also natürlich kein wirkliches Gitarrensolo ist, aber er imaginiert sich so in diese Rolle eines Rockstars hinein und ist sozusagen voll angekommen in der Rolle, weil er dieses Transformationsspiel mitmacht, wenn auch nur sehr halbherzig. Aber ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. So, und dann ist das sozusagen die Transformation vollzogen und er sagt so, jetzt will ich mal hören, wie eure Stimmen jetzt klingen, und dann ist es tatsächlich auch sehr viel lauter, befreiter, und er geht als Musiker wieder, das ist auch seine Lieblingsrolle, mit der Gitarre da sozusagen in den Kreis immer hinein. Gut, ich möchte gerne das Gesagte kurz zusammenfassen. Und zwar zunächst mit Rückgriff auf unsere Interpretationsheuristik, die ich vorhin Ihnen vorgestellt habe. Wann ist eigentlich Teilhabe? Wenn man auf die Choreografie nochmal schaut, haben wir diesen halboffenen Stuhlkreis als Grundform gesehen. Mit ganz vielen Einzelheiten kann man noch ganz viel zu sagen. Aber was mir wichtig war, war diese Ambivalenz von Gemeinschaftsermöglichung, aber auch verletzlich machen sozusagen die Kinder. Wir haben die geteilte Aufmerksamkeit oder Joint Attention gesehen, dass sie sich sozusagen in dieser Szene immer wechselt. Mal auf das Lied, also den Lerngegenstand oder den Gegenstand gerichtet, dann aber auch auf sich selbst gerichtet oder auf andere. Das geht sozusagen immer hin und her, und der Intensitätsgrad ist höchst unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kann man sehen, und das kann man auch in diesen Stunden immer wieder verfolgen, wie das sozusagen zunehmend intensiv wird und die Kinder erstaunlich ruhig sind, auch wenn sie ganz lange da sitzen und nichts zu tun haben, später in den Probenphasen. Sie sind irgendwie im Spiel drin. Wir finden bei der Arbeit so einen Prozess der Fokussierung. Es geht los mit dem ganzen Lied, dann fokussiert er auf den Refrain, dann nur auf die Stimme, also dann haben sie erst noch geklatscht und sich unheimlich unterschiedlich bewegt, dann wird sozusagen auf die Stimme fokussiert und dann nur noch auf den Atem. Und das ist sozusagen der Weg dieser Transformation, wie ich das genannt habe, womit die Aufmerksamkeit sozusagen umgelenkt wird. Situationsdefinition und Framing ist, finde ich, sehr auffällig, so etwas wie eine geräuschlose Rahmenmodifikation. Also es wird, ohne dass das markiert wird, so wie das in Phasen bei anderen Unterrichtsformen immer geschieht, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, oder jetzt mal wieder alle zusammenkommen und so, ohne dass das eigentlich markiert wird, deswegen geräuschlos, gibt es sozusagen Wechsel zwischen Lehrer-Schüler-Interaktion, also ich, ihr,
passt mal auf. Oder eben wir alle zusammen sind eine Musikgruppe. Oder Wechsel zwischen Fantasie und Realität, dieses Spiel im Spiel. Und auch zwischen Rezipient und Produzent. Also das Zuhören geht sozusagen, ohne dass man das eigentlich so richtig merkt, in ein Mitmachen über. Was die Emotionen, die Beteiligten angeht, da habe ich einiges dazu gesagt, über Verlegenheitsgesten, aber auch darauf, dass die Kinder sehr darauf drängen, dass so ein kongruentes Verhalten aller stattfindet. Da findet viel Lachen als Verlegenheitsgesten vielleicht auch statt. Die Kinder versichern sich in Kleingruppeninteraktionen gegenseitig, dass das irgendwie auch ein bisschen peinlich ist an manchen Stellen. Und erst die Teilnahme und das Überwinden dieser Kleingruppeninteraktionen und der sozusagen Einzelemotionalitäten, könnte man sagen, ermöglichen dann diese Öffnung dem Klanggeschehen gegenüber. Und das Ganze ist, wenn man so will, eine Kooperation, ein sich den Formen unterwerfen, weil die genau wissen, das ist sozusagen der Einstieg in das, was hinterher kommt. Das ist nämlich die Bandprobe und das ist das, worauf sie alle ziemlich wild sind. Aber dafür braucht es diesen Eingangsteil. Ach so, ich bin noch nicht mehr in der... Entschuldigung. Ich komme damit zu meinem Schluss. Die Choreografie des offenen Kreises in Verbindung mit der Ausrichtung auf ein zwar gemeinsames, aber nicht zwingend identisches musikalisches Tun ermöglicht hier eine Vielzahl unterschiedlicher Beteiligungsweisen. Zugleich kann man sich dem Kreis nicht entziehen, er erzwingt Teilnahme selbst in Phasen von Scham und Verlegenheit. Lehrer und Kinder bringen sich als Gruppe hervor durch Anerkennung, Einforderung und gegenseitige Stabilisierung einer relativ starken, zugleich aber auch flexiblen sozialen und ästhetischen Rahmung, die kooperativ, kongruent und synchron ist. Und ich hatte mit Waldenfels da von der Entstehung eines Kollektivsubjekts gesprochen, was sozusagen ein sehr spezifisches, ich glaube für diese ästhetischen Formen sehr spezifisches Verhältnis von Kollektivität und Individualität beinhaltet. Im Zusammengehen von musikalisch-ästhetischen und sozialpädagogischen Prinzipien, also nicht sozialpädagogischen, sondern sozialpädagogischen Prinzipien, nämlich Wiederholung, Fokussierung und Variation, das sind sozusagen sowohl ästhetische als auch soziale Prinzipien, verbinden sich hier Person und Sache, Akteur und Aktant, und erst sie ermöglichen eine Transformation vom Schüler, Schülerin zur Musikerin. Das zentrale Transformationsmedium ist das Spiel und das Spiel im Spiel, das eine Öffnung zur ästhetischen Erfahrung und eine Überwindung der Verlegenheit erst ermöglichen. In der Art und Weise der Teilnahme am Spiel sind, wenn auch begrenzte, Spielräume für alle Kinder gegeben. Und erst diese können die bildende Erfahrung, nämlich das, was wir der Musik antun und das, was wir von ihr erleiden, um nochmal auf Dewey zurückzukommen, rückwärts und vorwärts miteinander in Beziehung zu setzen, ermöglichen. Ich danke für Ihre langes Zuhören.